Hallo, wie geht's denn so? Die Heimat 1 oder auch Home One war das Flaggschiff der Rebellenallianz und wurde vom Mon Calamari Admiral Ba kommandiert. Das Thema wurde sich von Admiral Dude gewünscht. Es diente als Kommandoschiff der Flotte der Rebellenallianz, unter anderem in der Schlacht von Endor und später in der Schlacht von Coruscant. Hier einfach mal das Video pausieren für noch mehr Informationen. Nach seiner Befreiung aus der imperialen Gefangenschaft übernahm der ehemalige Wissenschaftler der Incom Corporation Akbar das Kommando über den modifizierten Sternkreuzer. Die Zerstörung der Echo-Basis in der Schlacht von Hoth machte die Heimat 1 vermutlich zu einer Art mobilen Basis. Nach der gewonnenen Schlacht trug die Heimat 1 weiterhin die Renegatenstaffel in ihrem Hangar. Schließlich wurde das Flaggschiff bei der ersten Schlacht von Coruscant wie viele weitere Schiffe eingesetzt. Auch bei der Schlacht von Bil Bringi und der zweiten Schlacht von Kiotrik 4 war die Heimat 1 involviert. Da das Schiff oft benutzt wurde, musste es häufig in dieser Zeit über Coruscant instand gehalten werden. Da sich die Sternkreuzer der Mon Calamari als schlagkräftige Schiffe erwiesen hatten, wurden bald neuere Modelle gebaut und in Dienst gestellt, wodurch die Technik Heimat 1 schnell veraltet erschien. Mit den MC-90 Sternkreuzern bekam auch Akbar zur Zeit der Thrawn-Krise ein Nachfolgeschiff. Die neue Defiance, benannt nach dem Schwesternschiff Heimat 1, das vom Todesstern in der Schlacht von Endor zerstört wurde. Doch nur kurze Zeit darauf wurde das Schiff bei der Jagd nach dem Inviz im Jahre 11 NSY benutzt, um einen Kampfverband von zwei Siegesklasse-Sternzerstörern anzuführen. Schließlich geleitete sie diese Schiffe später zurück nach Coruscant. Diese Party ist vorbei. Falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, schreibt es doch in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke.